Guten Tag, liebe Gaming-Freunde. Wir zocken wieder eine Runde Assassin's Creed Unity. Und hier auf diesem Platz, weiß ich nicht, auf dem Bauplan hier seht ihr ein Smiley. Und weiß ich nicht, da vorne sind sie irgendwas am Berechnen. Und lustig finde ich auch, auf der Statue, da haben sie eine Zipfelmütze draufgesetzt. Ich finde, das hat auch was. Da, wie ihr sehen könnt. Und ganz viele Fliegen schwirren hier rum. So. Wir zocken heute wieder eine Runde Singleplayer, also Story durch und mal schauen, was uns heute erwartet. Ich bin da ja ganz offen, was die Story angeht, ne? So. Erstmal hüpfen wir hier runter. Und hier war die Straße. Ey, geh doch rüber. So, oh, mitten durch die Pampa. Ui, na das war doch jetzt mal ein guter Künstler hier. Ich habe da schon andere Bilder gesehen. Attacke! Verpassen wir ihm den Gnadenstoß. So. Ein paar Meter zu laufen haben wir natürlich. Ist ganz logisch, ne? Ihr braucht gar nicht so blöd zu gucken. Huch. Ich renne jetzt mal hier rum. Da. Nein, ich will jetzt nicht nach dir kommen. So, was haben wir denn hier? Blubberbläschen, wie süß. Wen haben wir denn da? Die Horta. Die Horta. So heißt das jetzt also. Tja, dann schauen wir mal, was die so horten. Marie-Levecks Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert. Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levesque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Ja, ja, mach ich schon. Macht sie schon. Zwischendurch erzählen, was so passiert ist? Nö, ne? Ich denke mal, das können die Leute auch selber dann gucken. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Oh, Drogensüchtige. Die wollen Pulver haben. Eieieiei. Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feinde. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich, ich muss meinen Mann sprechen. Okay. 3 Fundstücke gibt's da. So, Nummer uno. Merci, Monsieur. Seid ihr wohl auf? Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Was ist das jetzt geworden, Michel? Wir schicken dich auf die Galeeren. Das war doch nur ein Leibbruch. Alle Männer hier haben dasselbe. Wenn sie es in meiner Macht diese Kinder in zwei und dann hättest du in meiner Freiheit. Das würde jeder mit gefangen werden. Das ist eine leise Fresse.
Oder auch nicht, Kollege Pflegefall. So, da haben wir jemanden zu befreien, da. Ich hätte mir vielleicht mal wieder vorher Munition holen sollen. Aber wir haben ja hier direkt einen Händler. Also laufen wir mal schnell zu dem Händler hin. Verteidigen. Ach so, den so. Aha, das kann man also auch machen. Alles voll. Beinahe geschafft. Verdammter Narr! Vorsicht! Hier kommen noch mehr! Noch eine Bande Halunken! Wurden. Hallo, die sind fertig. Oh, doch nicht. Das wirst du bereuen. Obacht, das ist ein einfallsreicher Lümmel. Ich reiße dir deine fremde Zunge raus. Alter. Stabiles Kerlchen. Lauf. Ich denke mal, das haben wir dann jetzt erledigt, oder? Oder müssen wir da noch weiter hinterher? Nein, ich glaube nicht. So, dann schauen wir jetzt mal den nächsten an hier. Ich gehe jetzt mal nach oben. Ah, da vorne haben wir einen. Da oben war jetzt, soweit ich gesehen habe, nichts. Alter, was macht er denn? Was? Hallo? Wie geil. Springt erstmal in den Tod. Dann dürfen wir das Ganze wohl jetzt nochmal machen. Wie sinnfrei das doch ist. Ja, ja. So. Seid ihr wohl auf? Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu bringen. Verdammt! Ich leg dich um! Oh Gott! So. Mit deinen adligen Freunden fliehen sollen, Verräter! Ui. Das dürfte das jetzt gewesen sein. Und dann probieren wir das gleiche wie eben nochmal. In der Hoffnung, dass er diesmal nicht so doof ist und runterspringt, warum auch immer. So.
stimmt. Alter, wieso gehst du denn nicht da runter, Mann? Ey, es ist unglaublich. Mann, Mann. So, das war das. Dann sabotieren wir mal die Glocke. Kann mir mal einer sagen, was es soll mit dieser Ansicht hier, ey. Huch. In meiner Macht. Ich breche diese Gitter in zwei und erkämpfte mir meine Freiheit. Ja, ja, ist klar. Was soll hier eigentlich liegen? Ach, Schlüssel stehlen können wir auch. Ja, dann. Ja, ja, ich brauche wieder hier so Dings, Phantom-Dinger. Nein, Berserker klingen. So. Oh. Ist mir mal gerade so aufgefallen. Das sollte man eventuell mal auffüllen. Soll er mal ein bisschen durchdrehen. Der Gute. Ach, okay, der stirbt so direkt. So, einmal hier. Hast nur bekommen, was du verdienst. Beste Grüße an die Hölle. Ah, hier haben wir eine Truhe.
Fein, fein. Und das ist hier noch öffnen. So. Weißt du, was mir gerade mal so auffällt? Den Händler verteidigen. Ach, wir haben den Gefängniswoch noch eingeleitet, okay. Jetzt geh doch mal da runter, Mann! Wow, hier kommen aber auch viele, ey. Guter Versuch! Ich schnapp dich! Auf dem Weg! So. Eigentlich finde ich es sehr witzig, Gefängnisbruch eingeleitet. Ich dachte, die sind schon ausgebrochen jetzt, aber irgendwie... Entfernung zum Ziel verringern. Ach so. Hä? Was? Hä? Alter. Ohohoho. Ups. Ich habe ihre Unterhose gesehen. Germain, wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Na, der Molay spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Dallas-Herr. Dallas-Herr! Milady, ich suche für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Ups. Thank you.
Hä? Ey, was soll denn das mit der Kameraführung hin, oder jetzt? Was ist da hinten jetzt da? Ha. Vor allem das Geilste finde ich mit dem Gefängnisbuch. Oh, legendärer Phantomumhang. Okay. Thomas Levesque retten. Ja, das, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe den Ausbruch wohl nur eingeleitet, aber wofür oder was da auch immer war, weiß ich nicht. Gut, das wäre dieser Teil gewesen. Ich würde sagen, wir machen uns auf zum nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Bis dann, euer Sterni. Ciao, ciao.